Willkommen zurück zu meiner Folge. Mein Gott, wir sind Folge 1371. Heute wird ein bisschen bunt, würde ich sagen. Das heißt, wir nehmen uns mal eine Chest. Ja, wir nehmen so eine Chest. Weil eine Chest sollte tatsächlich ausreichen für das, was wir machen. Schon wieder Nacht und am Regnen, das ist wieder ekelhaft. Zack, eine Chest reicht aus. Denke ich mal. New. Oh, das wollte ich nicht. Also ich wollte schon hoch, aber noch nicht so weit. Doch nicht so weit. Auch nicht in den Chat schreiben. Genau das wollte ich auch nicht. Perfekt. So, wir wollen nämlich heute ein bisschen buntige Farben schreiben. Malen. Tun lassen wir immer. Und zwar nehmen wir einfach mal hiervon. Wir nehmen einfach mal 21. Und hiervon können wir die 29 nehmen. Hiervon nehmen wir einfach mal die und die nehmen wir die von. Davon kriegen wir doch schon mal so ein paar Grundfarben. Zack und zack und zack. So, wir könnten jetzt theoretisch, oh ne, die nicht. Theoretisch gesehen, aber nee, die Zusammensetzung macht keinen Sinn, die Zusammensetzung dahin zu setzen. Also rot, ja gut, rot kriege ich halt auch aus denen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip die Büsche, hätten wir nicht nehmen müssen, brauchen. Aber wir haben hier noch Büsche. Das ist okay. Also wir können hier die roten dafür nehmen. Und dann gibt es quasi rote Tulpen, die machen wahrscheinlich auch nur rot. Pinke Tulpen machen pink. Pink habe ich, pink habe ich. Das gibt Pink Dye. Ich habe noch eine Peono. Genau, die wollen wir noch dafür verwenden. So. Pink Tulpen brauchen wir nicht, rot brauchen wir nicht, gelb. Haben wir gelb brauchen wir eigentlich auch nicht. Azur. Macht Light Grey. Also Light Grey hatten wir hier irgendwo noch tatsächlich genug. Das heißt, wir machen mal hier so. Zack. Grau haben wir auch. Da ein bisschen, das macht aber schwarz und weiß. Rot haben wir White. White, White, White. Wir haben verschiedene, also die machen auch. Dings Blue Orchid macht Light Blue. Obwohl wir gar nicht so viele von denen haben. Cornflower macht Blue. Also nehmen wir jetzt mal so ein Blue mit da rein. Das heißt, wir haben jetzt aktuell mit den Doppelungen hier die Hälfte an Farben. Nicht schlecht. Also schon schlecht, weil wir haben jetzt gut. Was heißt die Hälfte? Zwei Farben kriegen wir relativ easy hin, würde ich sagen. Und zwar sind das natürlich welche Farben? Also es sind ja keine Farben, aber es sind ja, es sind keine Farben eigentlich. Wir nehmen auch mal die mit. Zack. Das heißt, wir können hier Black Dye machen und können hier nochmal Black Dye machen. Können schwarzes Bild machen, wollen wir gar nicht. Und zack. So, jetzt können wir gucken. Kann man Grau nicht auch herstellen? Oder wie ging Grau? Wie habe ich denn Grau gemacht? Also wir hätten hier halt jetzt Weiß und Schwarz. Wie mache ich denn? Also ich könnte. Ach, Grau. Grau, Weiß und Schwarz, ja, okay. Also wir könnten halt theoretisch gesehen, ja, wir machen mal ein paar Graue noch dazu. Ist okay. Da tun wir nochmal die anderen dazu. So, Weiß und Schwarz. Was, wie kriegen wir denn die anderen Farben hin? Also so grün kriegen wir durch Kakteen. Aber Kakteen weiß ich gar nicht, ob wir tatsächlich aktuell Kakteen haben. Und wenn ja, wie viele? Und wenn überhaupt ja, wo? Ah, hier. 1 Stack 38. Das heißt, wir könnten mal. Ach, wir haben nur. Ja, da kommt der Stack da rein. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen Sand suchen gehen. Und zwar werden wir diese mal ein bisschen anpflanzen gehen. Frage ist, wo? Das Schöne ist, wir haben eine Karte. Das heißt, wir können theoretisch dahin. Das machen wir auch. Wir laufen auch mal kurz rüber. Oh, das tut mir leid. Das ist immer noch da. Ich weiß, das ist nichts gut.
Und zwar wollte ich jetzt, mache ich das einfach so, ich fange jetzt einfach mal hier an. So, und mach alle zwei Haien hin. Zack, zack, da nicht mehr. Und dann hier auch. Zack, zack. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt sagen können, wir können zack, zack, zack. So hingehen, so hingehen, so hingehen und so hingehen. Da haben wir nämlich ein bisschen auch Platz zwischen denen. Ich meine, effizient natürlich ist es nicht. Es geht immer effizienter an sich. Gut, hier kommen wir nicht hin mit den Zweiersystemen. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil da müssen wir nämlich da hin. Da, da, da. Ah, ne, doch. Ne, das war ein System. Da. Da, da. Warum nicht so? Zack, zack, zack. Super, wunderschön. So, da können wir nämlich hier nochmal zwei. Egal, das bleibt jetzt so. Tatsächlich bleibt das so. So, jetzt sind sie alle da. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal. Das ist schon interessant, so mit dem Jump Boost, wie man da so hinkommt. So, ist der schon fertig? Bestimmt. Wir könnten auch mal kommen, wenn es schon soweit ist, dann können wir die hier tatsächlich auch mal losfahren. Zack. So, wir lassen sie erstmal fahren. Da können wir schon mal den grünen dahin tun. Grün, grün, grün. Wenn wir jetzt die mit da rausnehmen. Da können wir mal ein paar Grüne hier rein tun. Und da können wir Lime da machen. Also Lime da ist schon mal da. Wir können ein grünes Bett machen. Ja, was haben wir denn noch für Farben? Wahrscheinlich nicht so viele. Wir müssen mal überlegen, was wir noch an Farben haben. Ja, das ist eine schöne Frage. Was haben wir noch an Farben? Rot haben wir, gelb haben wir, blau haben wir. Light Blue. Also wir könnten theoretisch gesehen nochmal mit einem halben Stack von denen und nicht vorhandenen Weiß. Zack. Oh, die müssen wir eins weiter. Wir müssen noch eins weiter. Nimm noch die zwei Stacks, nehmen wir mal mit. Man weiß ja noch nicht, wofür man das alles braucht. So, also können wir Blue Dye, da können wir noch ein bisschen Light Blue machen. So. Rot. Mit Rot und Weiß kann ich nur Pink machen und Pink habe ich schon da. Mit Rot und Gelb kann ich irgendwas machen, gar nichts. Ne? Mit Magenta kann ich irgendwas machen? Nee. Grün, Leim ist da. Schwarz und Weiß ist grau. Grau und Dings ist hellgrau. Das haben wir aber alle schon da. Wir fehlen jetzt noch theoretisch gesehen. Also wenn wir 16 Farben haben, fehlen noch zwei. Welche zwei Farben gibt es noch in dem Spiel? Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Grau, gelb, das haben wir alles. Blau, rot haben wir auch. Rot, rot haben wir auch. Ja, natürlich haben wir rot. Grün haben wir auch.
Pink, gelb, orange, rot und weiß. Nee, warte. Wie mache ich orange? Orange, da rot und gelb. Okay, gut. War ja klar, dass rot und gelb orange gibt. Können wir tatsächlich einen halben Stack mal bauen. Dann haben wir die, dann haben wir rot und gelb. Gelb-rot müssten wir eventuell nochmal mal ein paar Stück von machen. Da fehlt uns noch eine. Magenta haben wir. Wenn ich jetzt hier Wool eingebe, dann haben wir Rot, wir haben Schwarz, wir haben Cyan, haben wir Cyan? Wahrscheinlich. Braun. Ha, Braun fehlt. Ha. Ja, jetzt wissen wir auch, was fehlt. Okay. Für das, was fehlt, das kümmern wir uns bei der nächsten Folge drum. Würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall frisch, wenn wir in den Tag starten können, in der nächsten Folge wieder. Schalt da wieder ein und Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge. Und abonnieren nicht vergessen.